Adi Weiß und Michael Lamraner laden zu ihrem Sommerfest in die Südsteiermark. Und das Ganze unter einem ganz tollen Motto, nämlich Schippi. Freigeist Olli! Adi, ihr habt zu eurem Sommerfest geladen und das nicht gleich um die Ecke. Wieso? Du, weil wir haben uns vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren uns dieses Haus gekauft und haben gesagt, wir würden so gerne einen Platz schaffen, wo wir alle lieben Menschen, die wir wahnsinnig gern mögen, einladen können, die mit uns feiern und einfach eine schöne Zeit haben. Und ich glaube, das ist uns sehr gut geglückt, weil der Platz ist so magisch da hier in der Südsteiermark. Was sagst du, wie gefällt es dir? Es ist... Ich muss sagen, die Reise war eine Weltreise, aber wenn man mal da ist, dann ist man halt angekommen, wenn du weißt, was ich meine. Jetzt sieht man vielleicht ein bisschen, welchen Stil ihr als Dresscode angegeben habt. Warum seid ihr denn auf Hippie gekommen? Du, der Adi und ich sind große Hippie-Fans, wir sind große Hair-Fans, wir sind große Ibiza-Fans und wir lieben erstens den Style, weil er unkompliziert ist, lässig ist und ja, wir sind Hippies im Herzen und ja, und wir sehen es als unsere Aufgabe, dass wir die Hippies in die Südsteiermark holen und den Lifestyle ein bisschen aufputzen da in der Südsteiermark. Ich kann mir heute Abend gar nicht vom Tanzen abhalten. Was ist denn los? Das ist der steirische Wein. Der hat das so an sich, das hat Adi auch erzählt. Besser wie der Brauer, du. Also, du findest es gut, dass sie gesagt haben, wir feiern nicht in einem Wiener Edelclub, wir ziehen euch hier raus aufs Land? Finde ich voll super. Also, Gott sei Dank immer was anderes. Wir können nämlich alle locker werden und tanzen und was trinken, ohne dass uns wer anschaut. Obwohl es auf Kamera ist. Ich wollte gerade sagen, ohne dass uns jemand beobachtet, gell? Genau. Jetzt ist es keine typische Sommerparty in irgendeinem Club Outdoor, sondern ganz, ganz speziell. Was hältst du davon? Na schau, ich liebe private Partys und ich meine, was die beiden schaffen, ist es einfach, selbst wenn sie aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen oder Kontakten, die sie haben, einfach die Leute zusammenbringen, hat man das Gefühl, man ist bei denen privat zu Hause auf einer Geburtstagsfeier. Und das ist toll, einer Poolfeier. Wobei, ich habe erst eine Person im Pool gesehen. Ich wollte gerade sagen, bitteschön. Ja, also warte was an. Ja, warte was an. Es hat mich so gepackt, das Feeling, dass ich in den Pool gesprungen bin. Stimmt, ich bin aber ein Hippie. Ich bin für Liebe und fürs Verstehen, fürs gegenseitig Liebhaben, Bussis geben. Aber dir gebe ich es gerne. Gut essen, gut trinken, das Leben genießen. Ich bin eigentlich ein Hippie. Also ich bin ja bei den Hippies zu Hause, auch mit meiner Mode. Also deswegen fühle ich mich wahnsinnig wohl, wie zu Hause. Wie viel Hippie steckt denn in euch? Von Scheitel bis zur Sohle heute. Das Wort heute ist ganz entscheidend. Wie ist es denn überhaupt? Du bist ja, glaube ich, auch mit Adi und Michi. Das ist keine normale Zusammenarbeit, das ist ein bisschen mehr, gell? Es ist so, ich habe noch, es sind so diese größeren Brüder, die ich noch nie gehabt habe. Und es ist immer, die Events sind einfach immer Wahnsinn. Man kann wirklich locker sein und es gibt immer was zum Trinken. Es ist nicht so, wie soll ich sagen, so über drüber, eitel und so. Das ist wirklich locker und das liebe ich an den zwei. Mach! Dass sie wirklich immer gut drauf sind. Ich würde sie so gerne mal erleben, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwie da was weiß ich, der Michi auf eine Biene steckt. Nein, das möchte ich niemand gönnen. Aber ich habe sie wirklich weder den Michi noch den Adi jemals weder gestresst noch schlecht aufgelebt erlebt. Das ist toll. Das finde ich toll. Bei dem Erfolg, den beide haben, sind wirklich extrem tüchtig. Ja, das muss man wirklich sagen. Es sind einfach zwei authentische, sehr sympathische, klare Menschen und ich glaube, dass man es mit ihnen leicht ist, einfach Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Es gibt nicht
so viel Raum für Traurigkeit oder warum sollten wir dem so viel Raum geben? Das Leben gehört manchmal auch gefeiert und das können die beiden definitiv gut und deshalb sind ihre Partys immer so legendär. Es gehört viel mehr Liebe und viel mehr Flower Power in die Welt. Aye.